Willkommen bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan Bettist. Ja, was will ich heute eigentlich machen? Ich will heute mal den Sterndeuter bei euch spielen. Also nehme mal eine Gestalt der drei Figuren, Kaspar, Melcher und Balthasar, einfach mal schon ein bisschen ein paar Tage vorher an. Ich weiß nicht, ob ihr euer Haus immer segnen lässt. Es ist eigentlich nicht unbedingt ein, oder es ist eigentlich in der katholischen Kirche wird das, glaube ich, verehrt. Aber wir laden die trotzdem immer wieder ein und lassen unser Haus hier segnen. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet, aber ich finde, das ist eigentlich mal ein ganz schöner Brauch. Und auf jeden Fall gehen die eingesammelten Spenden eigentlich immer guten Zwecken zugute. Und ich will aber heute anfangen mit den Sterndeutern bei euch. Und ich hoffe, ich habe meine erste Tech auch noch in der Zwischenablage. Ich will mal sehen, einige wollten sich natürlich nicht deuten lassen. Die waren nämlich fürchterlich abgefarmt. Also ich habe ganz, ganz viele Texte, die leider abgefarmt sind. Und das ist noch ein Nachzügler aus der letzten Folge. Das ist der Marino. Diesmal ist er nicht abgefarmt und er ist clanlos hier. Aber man sieht das so ein bisschen. Wir haben immer noch Urlaubs- und schulfreie Zeit, also Ferien. Und einige sind dann weg und haben dann natürlich, ja, solche Sachen hier, also volle Lager, aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus hier, die Rathaus Achterbase. Und er ist auf jeden Fall dabei, schon so ein bisschen die Mauern, ja, fast, ich will nicht sagen durchzumexen, aber hier hinten tauchen schon die ersten Schwarzen aus. Und so wie ich das sehe, ist hier noch einiges an Dev zu tun. Ich gehe mal davon aus, er ist noch nicht so lange 8, denn er hat 7 nicht ganz durchgespielt. Auf 7 gehen die hier, ja, da haben wir noch, da haben wir einen 8er, 6er. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, er war doch maxed, bis auf den Held maxed RH7. Okay, die Schweine auch nicht. Aber der Rest sieht eigentlich ganz gut aus und das kann man natürlich nachholen. Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv oder inaktiv der Marino ist, aber ich denke mal, wenn er denn wieder da ist, kann er eigentlich ganz zufrieden sein mit seiner Base hier. Und einiges habe ich ja vorab schon gesehen. Den hatte ich schon 3 oder 4 Mal abgefarmt gesehen. Ist natürlich immer schade. Deswegen gehen wir mal zum nächsten über. Also wie gesagt, ich hatte heute einige Abgefarmte wieder dabei und bin auch so ein bisschen anders unterwegs, aber meine Leerzeichen sind natürlich immer drin und wir haben hier den Meister vom Clan Zeitsprung. Er ist dort Leader und hat, glaube ich, er hat 10, was mich jetzt nicht auf den ersten Blick nicht so begeistert, muss ich sagen. Helden jenseits von Gut und Böse, hätte ich fast gesagt. Mittlerweile sind sie immer noch der Schlüsselpunkt hier. Und die Truppen gehen eigentlich so. Also die Truppen sind gar nicht mal so schlecht, warum man hier hinten die Barbaren und die Bogenschützin als erstes mal, weiß ich nicht, vermutlich zum Farmen. Wir gucken mal, mit was er denn überhaupt farmt. Ja, er farmt genau mit diesen Truppen, ein paar Riesen noch dabei. Okay, kann man machen. Die Base wirkt eigentlich schon mal auf den ersten Blick, ja, relativ stark. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das deutet schon mal auf so Rathaus 10 hin. Da ist er auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber die Helden müssen einfach nachkommen. Und auch die Clanburg sollte man relativ früh bauen als Rathaus-10er, als Frisch-Rathaus-10er, um 35 Truppen hier reinzubekommen. Denn 5 Truppenplatz kann eine ganze Menge ausmachen. Das wisst ihr selber, aber der Rest geht hier jetzt schon mal ganz behende hoch hier hinten. Das sieht ganz gut aus und ich glaube, vom Rathaus her war er auch Max 9 mit der Def und ist dann hochgegangen. Hat alle 3 X-Bogen mittlerweile auf 4 hier, also die sind voll ausgebaut. Die Inferno-Türme sind auch ausgebaut und stehen auf Single-Target, jawohl. Ist ja im Moment so, vieles steht auf Single-Target und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke mal, bis auf die Helden und ja, hier fehlt es auch noch, also dringend die Lager machen. Aber ich sehe hier hinten, wenn wir ein bisschen näher reingehen, nicht weggehen, näher reingehen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass hier die Lager schon hochgehen, die beiden. Also mach ein bisschen die Helden nach, dann bist du, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Truppenmäßig kannst du eigentlich ganz zufrieden sein. Hund vielleicht noch auf 2 oder auf 3, dann passen die auch zu den 6er Loons. Und hier hinten die Zauber, ja, Giftzauber, ich würde ihn auf jeden Fall durchmaxen hier auf Rathaus Level 10, denn ich finde ihn nach wie vor sehr, sehr wichtig. Okay, dann muss ich mal jetzt mir die nächste Tech hier reinpasten. So ein bisschen habe ich ja. Ich habe heute auch mal Pausenbefüllung von euch. Ich habe es nicht übersehen, dass ich natürlich in meinem Google Drive ein paar Videos habe. Und die will ich euch natürlich auch zeigen.
Ich muss aber erwähnen, ich glaube, es ist der Martin von den Champions. Deine Videos, die muss ich erstmal deuten. Ah, der war eben noch nicht down. Ärgerlich. Naja, dann kann ich den hier erstmal jetzt als abgefarmt reinnehmen. Und jetzt habe ich hier eigentlich zwei rote drin. Jetzt muss ich erstmal gucken, warum sind die hier rot bei mir markiert. Nicht, weil es ein falscher Tag ist, sondern weil wir... Ah, nee, okay. Es kann sein, dass wir den schon mal hatten, den WD. Vom Clan True Warriors 2. Hier ist ein Rathaus 9er, der gerade beide Helden hier hoch macht. Ich weiß gar nicht, warum er hier drin ist. Es kann sein, dass er letztes Mal auch abgefarmt ist, aber sieht eigentlich gut aus hier. Heldenpärchen passen auf jeden Fall super zur Base. Denn die erst auf 1 hier. Es kann natürlich sein, dass er die jetzt auch erst nachgebaut hat. Und die restliche Def, so wie ich das überblicke, ist weitestgehend noch Rathaus Level 8 Style bzw. Baustatus. Und von den Truppen her sieht das auch gut aus. Na, Dreier Golem, den hätte man natürlich schon mal auf 4 machen können. Aber vielleicht hat er es jetzt echt erst vorgezogen, hier volle Pulle die Helden zu machen. Kann man natürlich auch machen, kein Thema. Und dann kommen wir mal zu einem, den ich auch schon mal drin hatte. Er hat auch so ein Grins dahinter gemacht. Ich weiß, doppelte Text nehme ich eigentlich nicht gerne mit rein. Aber manchmal kann ich mich auch nicht erinnern, warum ich jemanden nicht gezeigt habe. Aber ich glaube, den Xizuma hier haben wir schon mal gezeigt vom Clan Cloud 21. Und ich glaube aber, damals hatte er noch eine komische Base und war auch ein 9,5 Spieler. Ist mittlerweile auch dabei, hier die Infernos auf Max Level für sein Rathaus Level zu ziehen. Der Rest ist hier eh durch. Also sieht gut aus. Die Base kann ich so nicht bewerten. Mag sein, dass sie auch mal hält. Also die deft auch. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal in die erste Pause hinein. Und die kommt von, das muss ich mir jetzt erst nochmal gerade anschauen, die kommt heute vom Chris 11. Der hat mir nämlich diesen netten Farmangriff gezeigt. Ich habe ihn mir jetzt öfter mal angeschaut, aber er ruckelt. Er muss schon in der Aufnahme geruckelt haben. Ich glaube, das ist mit dem AZ Screen Recorder gemacht hier. Und es muss also schon in der Aufnahme geruckelt haben. Ich habe den jetzt über 5 Media Players abgespielt, weil ich gedacht habe, Mensch, leck dein PC oder so. Oder hast du zu viel Programme auf, dass das hier durchleckt? Aber nein, das kommt schon von der Aufnahme her. Ich will das aber auch gar nicht entschuldigen, denn wir sehen hier, dass der Chris 11 in jedem Fall hier richtig einen netten Lot geholt hat mit eigentlich einer typischen Kombination für einen Clankrieg, für ein Rathaus 9, nämlich Heiler Riesen, Bowler und dann für den Finish die Hogs. Und ich meine, wenn man schon so ein bisschen trainiert hier in Kristall 3 ist das, dann nimmt man natürlich gerne so einen Megalot hier mit, gar keine Frage. Ich will jetzt auch gar nicht mal so sagen, ob die Base offline ist oder nicht, aber hier sind wirklich die Minen und Sammler rappelvoll, also auch die Sammler, und das muss ja jemand mal irgendwann eingesammelt haben, denn es wird ja auch immer weniger, wenn du es nicht zwischendurch mal wieder einsammelst. Aber der Komeng hier, der angegriffen wird, hat sicherlich auch öfter mal reingeguckt, denn er hat eine Liga, also muss er irgendwo ein Aktiver sein an der Stelle. Und ja, es leckt hier fürchterlich durch hier, aber es ist einfach das Video. Und so wie ich es mir jetzt genommen habe, die 245 Megabyte, so lecken sie leider durch. Also wenn ihr mir was schickt, ich finde das jetzt nicht schlimm, also ich kann damit leben, denn ich sehe ja, dass hier auf jeden Fall aufs Wesentliche rauskommt. Und dann guckt euch die Aufnahme nochmal an, wenn es kann natürlich sein, dass Qualität ein bisschen verloren gegangen ist, aber eigentlich alles das, was in Google Drive landet, also auch die Aufnahme hier, ist ja jetzt 1280x720 und an irgendwas wird das liegen hier, aber es liegt nicht an meinem Media Player. Das seht ihr dann in der zweiten Pause, dass das nicht so ist, denn es ist egal, mit was ich hier dieses Video hier abspiele, es ruckelt einfach. Punkt. Und aber trotzdem denke ich mal, so, da ist er jetzt durch. Hat er einen ganz guten Lot geholt. Und vielen Dank, Chris, für deine Einsendung. Thank you.
Und wir sind wieder in meinem Dorf hier und ich habe auch schon wieder eine Tech in der Zwischenablage, natürlich wieder invalid, weil Leerzeichen, es ist der YSH, kann sein, dass ihr den schon mal gehört habt, denn der war länger bei den Two Warriors zu Gast und ist ein Rathaus 10, hier gar nicht mal so schlecht, 30er Queen, 20er King. Die Truppen sind auch schon Rathaus 10 mäßig, also 3er Miner, 2er Bowler, 5er Drachen, hier geht es natürlich noch ein bisschen höher, 5er Päcker, also so ein bisschen geht hier noch in der Base, was die Truppen angeht, aber ich denke mal, ist ein ganz, ganz anständiger Account hier. Queen geht jetzt schon auf 31, King geht auch weiter hier, jawohl, da hat er ein bisschen was versäumt. Mauermuffel ist er auch noch, da wird er jetzt wahrscheinlich lachen, aber hat 42 Truppen, hat die Clanbuch hier hoch, gar keine Frage, und die Base ist ja auch schon relativ stark maxed. Die Feger gehen hier jetzt noch hoch, komischerweise gehen die bei allen oder bei sehr, sehr vielen als letztes in der Base hoch, bei mir komischerweise auch. Ich habe die auch wirklich als letzte Defense gemacht, obwohl ich sagen muss, ich würde die Feger gar nicht mal so unterbewerten, denn sie sind schon eine starke Defense, man hat sie lange belächelt, aber wenn ihr erstmal gegen einen Maxed Out oder gegen starke Feger kämpfen müsst, dann wisst ihr, dass das eine Defense ist, die sicherlich sehr, sehr stark ist. Und er hat hier bestimmt auch ein paar Mal gedefft, vielleicht auch Drops. Die Base sieht eigentlich ganz gut aus. Kann ich eigentlich nicht nölen. Vielleicht ist das Design zum Farmen ganz gut mit den Lagern außen, beziehungsweise er hat hier natürlich die Lager auch sehr, sehr weit draußen. Ich würde es ein bisschen weiter reinholen und dafür eher gegen die Sammler hier tauschen, denn du brauchst das Gold noch, brauchst das Elex noch, und wir gucken uns einfach mal deinen anderen Account an, den du noch mitgeschickt hast. Da stand zwar und oder, aber ich nehme mir einfach diesen Account hier, das ist der Compain heißt es hier, vom Clan kann ich nicht sehen, Clan Level 16, und wir gucken uns auch diesen Char hier einmal an, wenn er es denn ist. Der sieht mir hier im Moment, ist der Clan los hier, ich kann es gar nicht sehen. Also es ist Full Maxed Out RH11, würde ich sagen. Hier geht nicht mehr viel in dieser Base hier. Hier ist alles ausgebaut, die sind auch alle auf 15, also ich kann die Base natürlich nicht bewerten. Helden gehen jetzt hoch, pennen sogar beide hier. Also dolles Ding hier als Zweitaccount. Und ich habe hier aber noch jemanden drin, jawohl. Das ist der Hopeless vom Clan Teufelwerkstatt. Ein Rathaus 7. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der war abgefarmt. Nein, ist er nicht. Doch, so halb. Okay, so halb ist er abgefarmt. Aber ich glaube, wir sehen hier einen Maxed Out RH7 Account. Das geht alles nicht weiter hier. Die sind auf 5 hier. Die sind auch alle auf 5. Das sieht super aus. Ich glaube, der Account hier ist im Moment im Urlaub. In welchem auch immer. Aber ihr seht das hier. Auf jeden Fall ist er nicht tot, denn der Bauarbeiter hier wird ja von jemandem angeworfen sein. Ich denke mal auch irgendwo Urlaub, Ferien, was auch immer. Aber schöner Account hier, auf jeden Fall voll durchgemaxt. Mir fehlen ja auf meinem RH7-Account vor allen Dingen noch die Schweinereiter und die Lakaien. Die hat er hier schon hoch. Also er ist hier eigentlich fertig und kann eigentlich auch sein Rathaus hochklopfen. Wird er sicherlich auch nach meiner Folge hier machen. Okay, so. Den haben wir hier. Also ist immer so eine doofe Floskel von mir. Das ist der Magic Gamer HD. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal gesehen. Aber ich zeige ihn aus einem ganz bestimmten Grund nochmal. Denn ich glaube, in meinem letzten Besuch bei ihm habe ich gesagt, Mensch, klopf auf jeden Fall die Luftabwehren hoch. Und er hat es getan. Also die gehen hier jetzt erstmal auf, beziehungsweise die gehen nur bis Max auf 5. Hier hat er bald die dritte. Und dann sind es hier, so wie ich das sehe, wenn die hier auf 8 alle sind, jawohl, das Ding ist auch schon ganz hoch. King ist auf 3. Ja, das ist auch ein stabiler, würde ich mal sagen, stabiler RH7. Hier kann dann bedenkenlos auf 8 gehen, wenn er dann die restlichen Mauern noch macht. Und wir sehen die Truppen aus. Ja, das sieht genauso aus wie bei mir. Ich habe im Moment nur den King auf 4 und auch die Schweine und die... Ja, die Schweinereiter und die Lakaien müssen bei mir noch leveln. Also, schönes Ding hier. Und ich glaube, er hat dann endlich mal zugehört, was eigentlich Sache ist, beziehungsweise dass wir hier oder das, was ich mal gesagt habe, Mensch, mach die Luftabwehren hoch, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein abgefarbter war oder ob er aktiv war. Ich glaube, jetzt habe ich aber einen abgefarbten drin,
wenn ich jetzt einen Abgefahrenen drin habe, dann machen wir, gucken wir uns den zweiten schönen Angriff an. Ailo T-Rex vom Clan German Warriors und ich glaube, der liegt auf der Seite, denn es ist ein schwaches RA-11, das seht ihr hier schon an den Truppen. Hake ich mal so ab und wir gehen in das zweite Video. Das zweite Video kommt heute vom Factory New Phil, so heißt er. Und jetzt muss ich es erstmal suchen, damit ich es euch auch einspielen kann. Da ist er. Und wir haben hier auch einen richtig heftigen Farmangriff. Noch aus der Zeit wahrscheinlich, wo wir dieses Loons-Event hier hatten bei Clash of Clans. Das ist ja noch nicht so lange her. Ich glaube, das hat auch einen ganz besonderen Namen gehabt. Und aber schöner Lot hier mit über 1 Million Gold und 1 Million Elex. Und das Dunkle kann man natürlich auch nicht liegen lassen. Vor allen Dingen, er macht das hier natürlich auf diese Offline-Base hier komplett ohne Helden. Die Queen dümpelt da hinten auf Ecke rum, beziehungsweise ganz am Rand. Und ja, das ist schon nett hier mit den ganzen Welpen. Was er nicht hat, er hat natürlich überhaupt nichts. Er hat jetzt ein bisschen Clean-up hier von seinen Magern. Die können natürlich schnell mal in eine Falle tapsen, wenn sie noch nicht aufgelöst ist. Und hat natürlich hier die Masse jetzt an Loons drin. Und wenn die letzte Defense weg haben, dann gehen die auf jeden Fall auch irgendwann mal auf die Helden. Nämlich jetzt da hinten auf die Queen. Jawohl. Und dann wird hier nur noch jetzt abgeräumt hier. Also auch schönes Ding. Ich wollte diese Angriffe hier nicht vergessen. Sonst liegen die noch länger bei mir im Google Drive und ihr denkt, der Tutu zeigt die sowieso nicht, dann schicke ich den auch nichts mehr. Nein, ist nicht so. Ich muss sie halt nur immer dann irgendwann mal an einer passenden Stelle einbauen. Also sendet mir ruhig nach wie vor Angriffe, auch so wie es der Martin gemacht hat. Da muss ich mir das Format erst noch angucken, weil die sind für mich im Moment auf dem Kopf. Aber schönes Ding hier vom Factory New Phil. So, ein paar kleinere Tags habe ich noch. Ich muss mal eben in meine Tabelle reinschauen. Abgefarmt hatten wir da, ich glaube, 3 Tags habe ich noch für euch. Der Rest war nämlich down. Und die werde ich aber auch wieder benennen. Wir können uns sicherlich noch einen angucken. Vielleicht ist genau in der Zeit, wo ich hier nämlich aufnehme, etwas passiert. Es ist der Rotwein vom Clan Viacon Dios. Und er ist ein Rathaus 10er. Der, ja, jetzt gucken wir mal, schon mal, glaube ich, bei mir drin war. Ich weiß nicht, ob es damals noch ein 9er war. Ich glaube, er war damals noch Rathaus 9, denn die sind noch relativ jungfräulich hier auf 2. Queen geht hoch auf 17, also Pirat, da musst du noch ein bisschen was nachholen. Mach das auf jeden Fall, bevor deine Base noch stärker wird und du noch stärkere Gegner bekommst. Aber ich glaube, das ist ja die Base. Die Base ist so ein Ableger aus einer RH11 Legenden-Base. Der hat natürlich noch ein paar Mauern mehr, der RH11, aber so ähnlich oder relativ ähnlich ist sie ja. Und ihr seht auch, er ist in Titan 2 und ist sogar sein Höchststand hier. Also Glückwunsch, super gemacht. Und nimm auf jeden Fall den dunklen Bonus für deine Helden mit und klopf dir ruhig durch. Wir gucken mal, 104.000, ja, das reicht demnächst wieder für vielleicht gleich die nächste Queen. Jetzt stehen ja wieder Clan-Spieler an, also nutzt die irgendwie ein Buch oder so. Aber ich glaube, die Base sieht ganz gut aus. Sie hält auch, die Lars sind mir da ein bisschen zu weit außen. Aber sicherlich werden hier Luftballons noch mit den X-Bogen aufgehalten. Die hat er alle 3 auf schwarz. Also hier geht noch einiges in der Base. Aber ich denke mal, er ist zufrieden. Labor funzelt auch vor sich hin. Und wir gucken mal in die Truppen rein. Ja, das ist so das Gängige für einen RH10er. Bowler 2 finde ich ganz, ganz wichtig. Der Bowler-Heiler ist eine coole Kombi im RH10-Bereich, auch mit der Heldentruppe hier. Und tolles Ding hier, keine Frage, hast du alles für dich, denke ich mal, richtig gemacht. Und wir haben noch eine Tech hier. Ah, da ist er. Ah. Wer A sagt, muss auch Z sagen. Also wenn gar kein richtiger Name einfällt, der macht einfach 4 A's, 4 Z's. Jeweils Anfangs- und Endbuchstabe vom Alphabet und packt seine Base hier rein. Also es ist ein Rathaus 8er, der auch sehr, sehr stark schon ist. Ich würde sagen, die Base hier mit noch 5er Dev. Okay, die ist noch 5. Ah, das verstehe ich natürlich nicht. Fast schon schwarz und noch 5er Luftabwehren für ein Rathaus 8er. Also ich würde die doch dringend auf Rathaus 9 Niveau ziehen. Rathaus 9 Niveau, boah. Auf Rathaus 8 Niveau, denn deine Drachen hast du auch schon auf 3.
Golem ist noch jungfräulich, Pekka ist aber auch schon auf 3, aha, Bodenangreifer vielleicht, oder vielleicht sind es auch nur ein bisschen Spendentruppen hier im Moment, oder er geht halt tatsächlich so vor, aber in jedem Fall muss die Luftabwehr hier hoch, aber sonst sieht die Base hier wirklich gut aus für ein Rathaus. Achter, geht hier da nicht mehr. Der eine ist so, der andere ist so. Ich mache gerade bei den Accounts hier 7, 8, mache ich die Luftabwehren halt als erstes hoch. Er macht sie als letztes hier hoch. Truppenmäßig sieht es eigentlich auch ganz, ja, sieht ganz gut bei ihm aus. Schweinereiter sind schon mal ein Level gegangen nach Rathaus 7. Heiler gehen kein Level mehr hoch. Er hat die Zauber auch hoch. Das ist super. Also Erdbebenzauber auf 2, Giftzauber auf 2. Super Sache hier. Und wir kommen einfach mal zum letzten Tag des Tages. Ich hoffe, ich habe ihn hier jetzt richtig drin. Jawohl, es ist der Tri-Styler vom Clan Helion. Er ist ältester und er ist ein Rathaus 9. Truppenmäßig, denke ich mal, sieht das ganz gut aus. Hier 3er Drachen, 3er Pekka. Der Drachen geht noch ein Level hoch. Hat auch die Zauber hier unten im Giftzauber und dem Erdbebenzauber. Golem kann sicherlich noch ein Level vertragen. Mal gucken, ob das Labor auch brennt. Und ich tippe mal drauf, dass da der Golem drin brennt. Denn wenn er schon lange meine Folgen guckt, dann weiß er, der Feuerfresser muss hoch. Aber also es ist keine inaktive Base, auch wenn wir hier volle Minen und Sammler sehen. Urlaub, Ferien, was auch immer. Sind hier sicherlich im Spiel. Aber ihr seht das hier, ist auf jeden Fall ein aktiver Account. Denn die Lager gehen hier hoch und irgendeine Menschenhand wird diesen Bauarbeiter sicherlich befehligt haben, bitte baue mir die Lager aus. Sieht also, denke ich mal, gut aus. Passt auf jeden Fall auch das Heldenpärchen. Passt hier super zur Base. X-Bogen erst auf 1 und auch der restliche Def ist noch so ein bisschen Rathaus 8 Niveau. Wurde sicherlich jetzt erstmal nachgezogen. Ich glaube sogar, da kann er gut mit zufrieden sein. Viermal verteidigt, denke mal, werden auch Drops sein. Aber wer ihn angreift hier, der holt sich die Minen und Sammler im Moment. Ist halt im Moment noch Urlaubs- und Ferienphase. 22 Truppen hat er und die ist auch auf 30. Das sehe ich so wunderbar hier vom Clan Helion. Super Sache hier. Tri-Styler. Und ich denke, du bist zufrieden. Ich wäre es auf jeden Fall mit deiner Base hier. Ich sehe aber gerade hier. Die kannst du ruhig mal machen. Denn auf 6 vertragen die dann noch ein bisschen mehr. Dann gehen die nämlich auf 1800 Kapazität. Das ist schon was ganz anderes als diese beiden hier auf 3 zu haben, 540, das ist eher 8 Niveau, also hau rein hier und hau das Dunkle vor allen Dingen, was auch so voll ist, pickepacke voll, bitte in die Helden rein, dann bist du auf einem super Weg, ein super RH 9 zu werden. Ich schließe einfach mal ab mit einer mit einem Angriff aus dem Nachtdorf. Eigentlich wollte ich es nicht machen, weil solange wie ich hier eine Defense schwach habe, wollte ich eigentlich hier nicht angreifen, denn ich habe schon wieder ein paar Pokés verloren. 3719 war mein bestes Ergebnis. Also ihr seht, ein bisschen geht hier auch beim Toto im Nachtdorf. Habe auch mittlerweile ja meine Max-Truppe gefunden hier, nämlich die Barbaren. Und sie sind auch wirklich gut, muss ich sagen. Ist im Moment so die Kombi, die ich hier vor allen Dingen bei dem Mausgeklickere sehr, sehr gerne nutze. Und wir gucken mal, wie wir hier in die Base reinkommen. Also mit ein paar Barbaren und mit der Kampfmaschine gleich geht das hier durch die Base durch. Ich muss sie natürlich auch mal setzen. Ich muss sie immer rechts und links so ein bisschen räumen mit den Barbaren. Dass auf jeden Fall immer so ein bisschen Defense auch auf die Truppen geht, die ich so ein bisschen seitlich raushaue, damit nicht alles auf die Mitte auf meine Kampfmaschine geht. Und ich muss natürlich jetzt hier so ein bisschen mehr spammen, damit ich auch irgendwo das Rathaus jetzt mal erwische. Die ist hinten noch abgelenkt da, jawohl, das sieht gut aus, da haben wir das schon mal. Dann kann ich hier so ein bisschen mit dem Lager weitermachen, denn die stürzen sich da hinten. Oh, die haben den Zerschmetterer da hinten down gekriegt, okay. Jawohl, 61%, im Moment ist es sehr, sehr schwierig für mich hier zu gewinnen, weil vor allen Dingen bei mir eine Defense weg ist. Aber ich habe einen Beobachter, gucken wir mal, wenn ihr mal wieder von mir ein bisschen Nachtdorf-Action sehen wollt, schreibt mir das ruhig in die Kommentare, mache ich auch mal wieder eine Nachtdorf-Folge. Ich bin im Moment sowieso froh, habt ihr gestern gehört, dass ich irgendwas hier zustande kriege für euch, aber ihr habt hier ein Lebenszeichen von mir und das ist das beste Lebenszeichen. Wir haben nämlich gewonnen, super Sache, also haben wir gedefft, aber der Kollege hat auch ohne Held angegriffen. Hier geht es auf jeden Fall auch weiter. Ich hoffe, die Sternenfolge von mir hier hat euch gefallen und ich gebe euch auf jeden Fall jetzt hier allen, ich segne eure Dörfer auf jeden Fall mit einem Aufkleber von mir, also 20 Toto 18. Ich glaube, so ähnlich machen das die drei nämlich dann auch an eurer Haustür und bis dahin, euer Toto. Clasht.